Mit der Kraft des Wassers lässt sich rund um die Uhr klimafreundlicher Strom gewinnen. Doch der Bau von konventionellen Flusskraftwerken ist mit starken Eingriffen in den Flusslauf und am Ufer verbunden. Um die Turbine antreiben zu können, muss der Weg des Wassers verändert werden. Den Fischen versperren solche Kraftwerke häufig den Weg. Geraten sie mit der Strömung an das Gitter oder in die Turbine, droht ihnen Lebensgefahr. Ein Team der Technischen Universität München hat deshalb ein Wasserkraftwerk entwickelt, das Fische und ihren Lebensraum besser schützen soll. Das Schachtkraftwerk. Es ist kaum zu sehen und zu hören. So funktioniert es. Vor einem Wehr wird ein Schacht in das Flussbett gegraben. Darin verborgen Turbine und Generator. Das Wasser treibt die Turbine an und läuft danach zurück ins Flussbett. Der Rechen, ein waagerechtes Metallgitter, schützt die Turbine vor Geröll und Treibgut. Dieses sogenannte Geschiebe wird über den Rechen transportiert und flussabwärts gespült. Der entscheidende Vorteil der Konstruktion für die Fische: der Sog in den Schacht bleibt dank der großen Fläche des Rechens gering. Und zwei Wege führen flussabwärts, über eine Aussparung und durch eine tiefer liegende Öffnung. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, die meisten Fische schwimmen sicher über dem Schacht. Sie finden einen der beiden Wege und können flussabwärts wandern. Flussaufwärts gelangen die Tiere über eine Fischtreppe. Damit ist das Kraftwerk in beide Richtungen durchgängig. Mit seiner einfachen Bauweise eignet sich das Schachtkraftwerk auch für größere Flüsse. Dann kann in mehreren Schächten nebeneinander erneuerbarer Strom erzeugt werden. Bei großen Anlagen ist zwischen den Schächten ein breiter Wasserweg integriert, der auch als Lebensraum dient. Fische können auch bei solchen Mehrschachtanlagen in beide Richtungen wandern. Das erste Schachtkraftwerk mit zwei Schächten befindet sich in der Loisach, einem Gebirgsfluss in Bayern. Mit diesem Pilotprojekt wollen die Ingenieure der TU München und ihre Partner zeigen, eine ökologischere Wasserkraft ist möglich. In Bayern und weltweit.